und willkommen zum neuen Video aus St. Vigil. Ich bin zum Frühstücken eingeladen und da gehe ich jetzt gleich mal hoch. Ich fülle jetzt gerade noch mein Wasser auf, bevor es dann wirklich losgeht. Heute geht's auf den Berg da mit der Antenne. Der ist ziemlich mini, das sind nur 400, 450 Höhenmeter, aber vielleicht fahren wir den dafür doppelt. Und oben ist so ein kleiner Bike-Trainingspark mit so Wippen und so Zeug und anscheinend auch ein ganz cooler Trail runter. Und das werden wir jetzt mal ausprobieren. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt und freue mich drauf. Durch die Dolomiten, wenn es nicht auch am kleinsten Hügel steil werden würde. So. Wieder rum. Der Stich. Ja, wir sind schon oben und jetzt schauen wir mal in den Trail rein. Yeah.
Beckenbriefing für die anderen. Teilt euch die Kräfte ein, Buckel hoch. Es sind schon ein paar Passagen dabei, die sind jetzt nicht ganz ohne. Also mein Garmin hat mir auch angezeigt, ob ich mittlerweile... Hier wird es richtig ernst genommen, alles. Wir sind jetzt schon zum zweiten Mal oben. Der Rest steckt noch in der Auffahrt. Die probieren es von der anderen Seite. Und das Panorama hier oben, obwohl das nur so ein Scheißhalbberg ist, ist aber trotzdem richtig cool. Und jetzt wird aber eingekehrt. Jetzt geht's auf die zweite Trailrunde wieder komplett. So, unten sind wir und da hinten krummelt es schon. Es wird spannend. Ach, sein Bauch. Na ja, dann sind wir eh sicher. Weil ich habe schon gedacht, wir müssen schauen, ob wir trocken zurückkommen. Aber gut, ich meine. Bei unserer Tourenplanung immer alles sicher. Kosa, kosa. Wir haben nämlich einen Garmin. Jetzt wird es gleich anfangen zu hageln. Schlitz direkt in die Gruppe. Der Weg hoch zu meinem Stellplatz. Und so in der Gewitterstimmung. Schaut der Berg einfach noch geiler aus. Aber ja, schauen wir mal, ob ich noch schaffe, alles einzupacken, ohne dass es nass wird. Bus ist schon mal erreicht. Ein Etappenziel geschafft. Ja, geduscht bin ich jetzt auch schon und es hat immer noch nicht angefangen zu gewittern. Hier ist alles abgebaut.
Also sau gut. Ich werde diesen kalten Outdoor-Schlauch auch wirklich vermissen, glaube ich. Der ist mir die Tage ans Herz gewachsen. Es hat richtig Bock gemacht. Die einen Tag, also die, wo es schon dunkel war, das war schlimm. Aber jetzt gestern und heute war echt geil, oh Mann. Campen macht süchtig. Campen und Biken, gute Kombi.